Ja, willkommen zurück auf YouTube auch. Ja, wir sind immer noch beim Walking Simulator 2016. Habe ich in der letzten Folge nicht gesagt, dass es ja so. Ja, es ist gruselig. Hallo Framerate. Aber hübsch ist es, muss man sagen. Ne? Es ist schon. Oh, ich dachte schon, das ist der Wind. Ich dachte schon, was ist das denn? Fängt es jetzt an zu regnen oder so? Oh, wie eklig, dass mir das jetzt gerade aber auch hier so kalt wird. Hier voll der Winter im Spiel, ey, und ich habe total die Gänsehaut. Das kann man, glaube ich. Kann man das sehen? Nein, man kann es nicht sehen, ne? Ist irgendwie. Ich sollte aufhören, solche Spiele zu spielen. Das ist der Wind, das himmlische Kind. Und es wird schon wieder dunkel, kann das sein? Ich habe auch gar keinen Plan, wo wir hier gerade uns befinden. Der Wind wird auch heftiger, glaube ich. Mach mal die Taschenlampe an. Und hier ist wieder so ein Totempfahl oder sowas. Oder so ein. Mit komischen Symbolen drauf. Mach doch nicht sowas mit mir. 200 Puls habe ich bald. Ich brauche bald eine Valium erstmal. Alter, was war das denn bitte? Ich will das gar nicht in der Webcam sehen. Wie peinlich. Gott. Dieses Spiel ist, ja, es sind nur leuchtende Figuren. Läuft einfach an mir vorbei. Aber das war nicht, das war wie so eine menschliche Gestalt, aber vor allen Dingen lief es weg und irgendwas anderes kam auf einmal auf uns zu. Sehr merkwürdig. Ob wir da nochmal. Ich werde es nochmal versuchen, da hinterher zu gehen, vielleicht dieser Figur. In der Hoffnung natürlich, dass. Na toll, jetzt bin ich wieder hier. Echt jetzt? Jetzt muss ich da hinlaufen? Ja, probieren wir es nochmal. Ich beeile mich mal ein bisschen. Okay. Was war das denn? Ja. Wie schön, dass schon wieder die Zuschauerzahl hier unten eingefroren ist. Finde ich super. Mich juckt übrigens gerade mein Ohr. Ach schön, wenn sich auch so einige Leute sich erschrecken, denen nur zusehen. Das ist super, das freut mich. So, wo waren das jetzt lang? War das jetzt hier lang? So, da war, glaube ich, die Höhle hoch, ne? Und dann sind wir, glaube ich, sind hier lang sind wir gelaufen, genau. Genau, dann sind wir irgendwo. Sind wir irgendwo links abgebogen? Das müsste hier gewesen sein. Ich probiere das nochmal. Ich hoffe natürlich nicht, dass uns da jemand nochmal erwischt. Klick, klick.
Bin mal gespannt, ob das Spiel random ist, ob man da jetzt dasselbe sieht oder ob das anders ist. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Sehr investigativ gehe ich einfach mal da lang, als sehr investigativer Journalist, der wir ja anscheinend, glaube ich, sind. Denke ich mal. Also nach dem Pfeiler war das da gewesen, nach dem... Die Renntaste habe ich schon mal im Anschlag. Hier war das gewesen. Ich beeile mich etwas. Die laufen vor irgendwas weg, aber vor was? Ich will mich auch gar nicht umdrehen. Was ist das für ein komischer Nebel? Bleib hier! Ich hoffe nicht, dass es was verfolgt oder so. So ein komischer Baum. Kann ich mich hier erhängen? Dann wäre es leichter für mich, weil dann wäre das Spiel vorbei. Dann müsste ich das nicht spielen. Alter, ich will hier gar nicht sein. Ich will hier gar nicht sein. Finally, we made it to the pass. Das lesen wir gleich. Ich hab nämlich so... Uha! Ich wusste es! Ich hab's gewusst! Alter, geh weg! Ja, ich weiß, es ist euer Baum! Ich bin ja schon weg! Ah, scheiße, Sackgasse! Scheiße! Geh weg! Ciao! Bin schon weg! Aua. Lauf. Wo laufe ich denn hin? Oh Gott, nein. Oh Gott, nein, hier will ich gar nicht sein. Slender. Oh mein Gott, Slender. Wo bin ich denn hier? Sieht aus, ob das hier gebrannt hätte. Ist irgendwo ein Zettel? Ich höre einen Zettel. Hier. Nein. Ich will hier gar nicht sein. Kann es sein, dass das hier radioaktive Kacke ist, womit die rumgeforscht haben? Was wir erfahren haben? Kann das vielleicht möglich sein? Alter. Dieses Spiel. Hallo? Framerate, schön, dass du da bist. Ich will dir gar nicht... Ich geh erstmal hier hin. So, hier bin ich. Ich glaube, hier befinde ich mich etwas in Sicherheit und hier kann man ein wenig in Ruhe ein Buch lesen.
So, wo waren wir denn gewesen? In der Nacht vom Dings, das hatten wir schon gelesen. Das, schauen wir mal. Ich glaube, es waren Notizen gewesen vom Tagebuch, ne? Hatten wir das schon? Na, das war mit Anton, das haben wir auch schon gelesen. Das haben wir auch schon durch. Das ist eine geschlossene, das haben wir auch schon gelesen. War es doch im Logbuch irgendwas? We are sitting in room number 23. Das haben wir auch schon gehabt. The sun is just starting to Ah, set. hier. I see it like I am there myself. As if I'm standing there in the middle of the forest. I'm not sure what is going on with reality. I'm writing with my own blood on a tree. My own name. Anton. No, not mine. His. The sun is just starting to set. Orange mist. Orange mist all around. I see their bodies coming out of the woods. I hear a scream. A horrific scream of terror. Is that my voice? I think it is. Where's Anton? Where did he come from? How did he get in? The sun is just starting to set. He is in me. He's in my head. He's coming in through my eyes. The eyes are windows to the soul. He has no soul. Where is Anton? I am dropping in a bottomless abyss, falling into the pass. Dead and rotting hands are catching me on my way down. I can feel them whisper into my ear. Now you are ours. You will never leave us. I'm calling him. I'm calling Anton. Where is Anton? I don't know. I see nothing. My eyes are overflowing with blood. I have to escape. I have to run away. I have to start running. The sun is just starting to set. Oh, 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 oh. Bald ist Sonnenuntergang. Ich sehe es vor mir, als wäre ich selbst dort. Als stünde ich mitten im Wald. Ich weiß nicht so recht, was mit der Realität los ist. Ich schreibe mit meinem eigenen Blut auf einen Baum. Meinen eigenen Namen. Anton. Nein, nicht meinen. Seinen. Sobald, bald ist Sonnenuntergang. Orange, was, orange geröteter Nebel. Überall orange geröteter Nebel. Ich sehe, wie ihre Leichen aus dem Wald kommen. Ich höre einen Schrei, ein markerschütternden Schrei des Entsetzens. Ist das meine Stimme? Ich glaube schon. Wo ist Anton? Wo ist er hergekommen? Wie ist er hierher gekommen? Bald ist Sonnenuntergang. Er ist in mir. Er ist in meinem Kopf. Er kommt durch meine Augen. Die Augen sind das, die Fenster zur Seele. Er hat keine Seele. Wo ist Anton? Ich falle in einen bodenlosen Abgrund hinein in die Schlucht. Tote, verwesende Hände greifen nach mir. Ich kann flüsternde Stimmen hören. Jetzt gehörst du uns. Du wirst uns nie mehr verlassen. Ich rufe ihn. Ich rufe Anton. Wo ist Anton? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sehen. Aus meinen Augen fließt Blut. Ich muss fliehen. Ich muss entkommen. Ich muss anfangen zu laufen. Bald ist Sonnenuntergang. Alter Schwede. Who the fuck ist Anton? Sag ich dazu nur. Anton aus Tirol. Ich will, ganz ehrlich gesagt, ich will da gar nicht wieder weiter reingehen, aber ich glaube, wir müssen. Warte mal, wir müssen ja laut Karte, sind wir ja quasi dann jetzt... Ah, ja. Aha. In dem Baumgebiet hier unten... hallo, Framerate? Hier unten sind wir jetzt. Und hier oben war wahrscheinlich die Höhle, wo wir nicht reinkamen. Aber wir können bestimmt von hier oben irgendwie. Das heißt, wir müssen nochmal zu dem Baum kommen irgendwie. Und da eine andere Abzweigung nehmen.
Da müssen wir mal schauen, dass wir hier so schnell wie möglich durch den Wald kommen, durch die Forest. Ich versuche mal mein Glück. Geht's hier vielleicht irgendwie lang? Hier geht's auch noch lang. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Ah, okay, zurück geht's eh nicht mehr jetzt. Da bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Who the fuck is Anton? Anton kommt aus meinem Kopf. Oder er ist in meinem Kopf, hat er gesagt. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Was geht denn hier zum Teufel ab? Und vor allem, was ist hier passiert? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Entschuldigung, war ich nicht. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Wo sind wir denn jetzt hier? Das mit dem orangen Nebel haben wir ja auch schon gesehen, ne? Und wir haben ja erfahren, dass die ja auch irgendwie mit radioaktivem Zeug und so rumgeforscht haben und experimentiert haben. Kann es sein, dass das die Seelen der Toten sind, mit denen sie rumexperimentiert hatten? Da hinten sehe ich, glaube ich, einen Höhleneingang, oder? Da werden wir mal hingehen. Nee, Quatsch. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ach, warte mal. Wir gucken mal eben schnell auf die Karte. So, wenn wir doch hier sind, ne? Das heißt, das müsste ja dann quasi... Moment. Da ist die Höhle, wo wir nicht reinkommen. Das heißt, wir müssen an der Abzweigung sind wir jetzt hier. Das heißt, wir werden hier rechts gehen und dann mal links. Probieren wir das nochmal. Das war ja da, wo der gelbe Nebel war. Oder der orangefarbene Nebel. So, müssten wir ja jetzt irgendwo links gehen, ne? Anstatt da durch den... Ne, warte mal, hier ist jetzt das Waldstück mit dem Nebel. Das heißt, wir müssen jetzt an einer... Moment, wo waren wir jetzt? Das heißt, wir müssen hier irgendwo eine Abzweigung sein. Oder ist das hier? Entweder sind wir jetzt hier oder wir sind hier. Aber ich glaube, vermute mehr, dass wir hier sind. Aber kann da nicht sein. Weil wir gerade an der Abzweigung standen, wo wir zur Höhle gekommen wären, wieder zurück. Versuchen wir mal hier lang zu gehen. Aber das wäre ja dann wieder die Richtung. Hier kommen wir eh nicht weiter, ne, oder? Ne. Dann müssen wir wahrscheinlich hier unten irgendwo abbiegen. Ich probier's mal. Auf gut Glück. In Hoffnung natürlich, dass die nicht wieder kommen. Vielleicht müssen wir hier irgendwo links lang. Ich schau mal. Ich probiere mal einfach mal mein Glück. Hier vielleicht. Kann das sein? Ach, guck mal einer an. Ach du heiliger Strohsack, da liegt was, warte mal. Oder? Oder täusche ich mich da? Ne, doch nicht. Da ist auf jeden Fall das Waldgebiet mit dem orangenen Nebel. Da will ich natürlich jetzt gar nicht hin. Sondern ich würde gerne weiter oben lang. Vielleicht, dass wir da in die Höhle mal reinkommen. So. Ich höre schon wieder einen Zettel. Der Zettel ist rechts irgendwo, aber ich sehe ihn nicht.
Kommen wir hier irgendwo hoch? Ne. Verdammt, das ist immer so ein bisschen blöd, dass man den Zettel immer dann nur hört, aber nicht sieht so gut. Naja, machen wir mal für YouTube hier eine kleine Folgenpause und dann geht's spannend dann hier an der Stelle weiter. Also, bis dann.